und ich habe jetzt gerade kurz nachgefragt, ob es interessant ist, hier auf der Montagsmahnwache, vielleicht am Anfang oder irgendwie so, nicht zum Schluss auf jeden Fall, eine geführte Meditation zu machen. Das heißt also, ihr seid auf der Bühne und bringt euch erstmal ein bisschen runter. Ja, eigentlich hat man uns überlegt, dass wir das anders vorstellen wollten, weil ich sehe das anders. Ich glaube nicht, dass Meditation, so großartig sie ist, in das Vehikel gehört, aber man könnte auf so einer Veranstaltung darauf hinweisen, für die, die Meditation noch nicht kennen, und dann einen Flashmob machen mit 3000 Leuten im Tiergarten, die irgendeinen Samstag oder Sonntag mal ein paar Stunden da meditieren und dann ist die Welt in Ordnung. Ja, richtig, ich will auch nicht meditieren, deshalb, also ich meditiere aktiv. Man kann auch in Bewegung meditieren, das ist immer eine Frage der Auslegung, ja? Okay. Aber danke für deinen Beitrag, oder mach weiter. Ja, genau. Also interessant ist es, Leute das ausprobieren zu lassen, die das noch nie gemacht haben. Deswegen dachte ich, es wäre interessant, einfach hier. Aber okay, dann mache ich es jetzt so. Dann werde ich eine Gruppe gründen, die eventuell das tut. Aber natürlich müssen wir erstmal Leute sammeln. Okay, und dann habe ich gerade noch da zwei andere Zettel rangepinnt, die zwei andere Gruppen in Gründung sein sollen. Keine Ahnung, ob das alles klappt. Und zwar eine Literaturgruppe, die sich trifft und Bücher zu unseren Themen liest und Bücher weiter verleiht. Erste Idee, also wer daran Interesse hat, kann da meine E-Mail-Adresse ablesen. Und dann noch eine Gruppe für ein Kino. Und zwar nicht online, sondern real. Also wer Interesse hat, guckt einfach mal auf meinen Zettel und ja. Alles klar. Danke Leute und Action. Ja genau, und Action. Und jetzt zeige ich ja nochmal einen schönen Hammer für euch. Stichwort Action und Mitdenken und so. Hier, junger Mann, mach dich mal, stell dich mal selber vor und sag mal deinen tollen Satz. Man soll keine Mauern bauen, sondern Brücken. Große Kino, wie ich finde. Also genau, habt ihr verstanden, ne? Und das hat er gesagt, was ja besonders witzig ist an der Geschichte, wie ich finde, natürlich an der Berliner Mauer hier vorne. Wie geil, oder? Also wie klein und wie schlau kann man schon sein. Sehr gut. Also mir gefällt das. Danke dir. Wie war dein Name? Maurice. Maurice. Danke, Maurice. Das ist wunderbar. Super. Genau so sollte es sein.